Ich nehme Sie jetzt mit auf eine Reise und die führt uns nicht, wie man zunächst vermuten könnte, auch wenn alles so aussieht, diese Reise führt uns nicht nach Japan. Little Tokyo liegt ganz woanders. Ein japanischer Tempel. Ein Café voller Mangas. Und eine japanische Schule. Wir sind in Japan? Nein, wir sind in Düsseldorf, in Little Tokyo. Die Rheinmetropole ist die deutsche Hauptstadt Japans. Hier treffen wir Daiki Fuji. Der 23-Jährige zeigt Galileo heute sein Viertel. Mein Name ist Fuji Daiki. Ich bin hier in Japan, in Düsseldorf. Hier gibt es spanische Supermärkte, japanische Restaurants. Jetzt führe ich euch mal durch. Groß ist Klein-Japan in Düsseldorf nicht. In gerade mal 5 Minuten haben wir es einmal mit dem Auto umfahren. Das deutsche Little Tokyo ist nämlich nur etwa 40 Fußballfelder groß. Hier leben mehr als 6000 Japaner. Die meisten von ihnen arbeiten in japanischen Unternehmen und bleiben meistens nur 3 bis 5 Jahre. 1951 ließ sich der erste japanische Geschäftsmann hier nieder. Heute gibt es mehr als 200 japanische Unternehmen in der Stadt. Daiki war 6 Jahre alt, als er mit seinen Eltern nach Deutschland kam. Seine Mutter ist inzwischen nach Japan zurückgegangen. Aber sein Vater ist noch hier und arbeitet als Koch in Leipzig. Daiki wollte auch hier bleiben und macht eine Ausbildung als Mechaniker. Auch Einkaufen ist in Little Tokyo ganz anders als bei uns. Gleich am Morgen nimmt uns Daiki mit in eine japanische Bäckerei. Hier kauft er sich aber kein Frühstück. Für Japaner sind Brötchen eher ein Zwischensnack. Sie essen morgens kein Brot wie wir, sondern Reis. Die Brötchen sind allesamt in Plastikfolie eingeschweißt. Gefüllt zum Beispiel mit Matcha, mit Buttercreme oder mit Maronenpaste. 40 verschiedene Sorten werden hier angeboten. Daiki greift zu seinem Lieblingsbrötchen, einem Matcha-Brötchen mit roter Bohnenfüllung und eines mit gebratenen Nudeln. Wie das schmeckt, können wir uns noch vorstellen. Aber wie schmeckt denn dieses giftgrüne Japan-Brötchen mit Matcha? Also es ist sehr weich und das schmeckt nach süßer Hefebrötchen mit Vanillepudding und es schmeckt sehr super. Als nächstes will uns Daiki seine Kultur näher bringen. Mit diesem Tor betreten wir die religiöse Welt der Japaner in Düsseldorf. Das hier ist eine der größten buddhistischen Tempelanlagen Europas. Mit Pflanzen, die extra aus Japan eingeflogen wurden. Das wichtigste Gebäude? Der Tempel mit dem Namen Sanftmütiges Licht. Gerade hält ein Priester eine Zeremonie ab. Beim Betreten zieht Daiki die Schuhe aus. Das gehört sich so. Aus Respekt Buddha gegenüber. Die meisten Japaner sind Buddhisten. Diese Religion stammt aus Indien und ist über 2500 Jahre alt. Nach Japan kam sie allerdings erst 1000 Jahre später. Buddhisten glauben daran, dass jeder glücklich wird, wenn er positiv denkt und handelt. Im Garten des Tempels zeigt uns Daiki eine wichtige Statue. Prinz Shotoku hat den Buddhismus im 6. Jahrhundert zur japanischen Staatsreligion gemacht. Rund um seine Statue hängen kleine Zettel. Also das ist ein Wunschzettel. Da kann sich jeder Besucher hier einen Wunschzettel hinhängen. Und das macht man öfters in Japan, um die Wünsche zu erfüllen. Nicht nur Japaner, auch deutsche Besucher hängen hier ihre Wünsche auf. Egal wie ausgefallen sie auch sind. Auch das nächste Gebäude hat für Daiki eine wichtige Bedeutung. Hier ist die japanische Schule. Und da war ich für 3 Jahre drauf. Die Schule ist Grundschule und Oberschule in einem. Über 500 Kinder werden hier in 8 Klassen nach japanischen Lehrplänen unterrichtet. Da die meisten Familien nach wenigen Jahren zurück nach Japan gehen, wäre der Besuch einer deutschen Schule zu kompliziert. Bei Daiki war das anders. Seine Eltern wollten bleiben und schickten ihn nach 3 Jahren auf eine deutsche Schule. Doch selbst auf der japanischen Schule ist nicht alles japanisch. Es gibt 6 deutsche Lehrer wie Herrn Simanowski. Er erklärt uns, was es mit diesem seltsamen Gerät auf sich hat und wie man es gegen Eindringlinge benutzt. Das haben wir aus Japan kommen lassen. Das heißt Sasumata. Man kann damit
wenn man einen Eindringling stellt, daran hindern, weiterzukommen, indem man ihm das gegen den Brustkorb drückt oder vielleicht unten das hier als Fußangel benutzt. Der Stab hat aber eher symbolischen Charakter und soll abschreckend wirken. Auf dem Stundenplan steht gerade Geografie. Für die Begrüßung des Lehrers müssen alle Kinder aufstehen. Respekt und Disziplin sind hier sehr wichtig. Herr Shiba ist der Klassenlehrer. Er lebt gerne in Deutschland, aber zwei Dinge gefallen ihm hier gar nicht. Ich mag zwei Dinge nicht in Deutschland. Die Graffiti-Sprüherei an den Wänden und die Zigarettenstummel auf dem Boden. Leider gibt es das auch im japanischen Viertel. Doch traditionell eingestellte Japaner folgen auch in Deutschland den japanischen Regeln. Pärchen halten nicht öffentlich Händchen. Unterwegs trifft Daiki seinen japanischen Freund Kazuya. Anders als man vielleicht erwartet, verbeugen sich die beiden aber nicht. Also unter Freunde kann man sich schon die Hand schütteln. Nur wenn man ältere Leute hat oder zum Beispiel wenn man auf der Arbeit ist, dann ist man halt mit Respekt. Deswegen beugt man sich dann schon mal. Und noch etwas würden Japaner auch in Deutschland nicht tun. In der Öffentlichkeit schnulzt man nicht. Also meistens macht man das richtig leise. Das liegt aber auch, glaube ich, an Respekt vor den anderen. Kazuya ist vor einem Jahr zum Arbeiten in einem Restaurant hierher gekommen. Er hat sich schnell eingelebt. Ich finde es hier nicht so gut, dass die Läden so früh schließen. In Japan gibt es viele Läden, die 24 Stunden geöffnet haben. Und wenn man dann etwas braucht, dann kann man sich das gleich besorgen. Das geht hier leider nicht. Denn selbst der japanische Supermarkt in Little Tokyo hält sich an deutsche Öffnungszeiten. Ansonsten ist auch hier alles wie in Japan, nur etwas teurer, weil die Waren aus Asien so lange Transportwege hinter sich haben. Über 1200 Produkte gibt es. Wie getrocknete Fischflocken. Ein ganzes Regal mit Algen. Und Sojasoßen in den verschiedensten Geschmacksrichtungen. Auch süß für Kinder. Mit dem Einkauf geht's direkt nach Hause. Daiki wohnt mitten im japanischen Viertel. Von außen sieht das trotzdem nach deutschem Mietshaus aus. Hier lebt er in einer Wohngemeinschaft mit zwei japanischen Freunden. Die WG ist auf den ersten Blick wenig japanisch. Auf den zweiten Blick entdecken wir dann aber doch etwas. So eins ist schon mal ganz typisch, der Reiskocher. Den hat fast jeder Japaner im Haus. Und die Stäbchen dürfen natürlich nicht fehlen. Aber oft ist Daiki in seiner Wohnung eh nicht. Seine Freizeit verbringt er am liebsten hier. Also hier sind wir im Manga-Café. Man kann sich hier was zu trinken nehmen und man liest hier sein Lieblingsmanga. Mein Lieblingsmanga ist zum Beispiel das Major. Hier geht es um Baseball. Mangas sind japanische Comics. Hier gibt es 10.000 davon. Man liest sie von hinten nach vorne. Und zwar direkt im Café. Der Gast bezahlt für den Aufenthalt. Die erste Stunde kostet 5 Euro. Je länger man bleibt, desto günstiger wird es. In Japan gibt es solche Cafés überall. In Deutschland ist es das einzige. Die meisten Deutschen halten Mangas für Kindercomics. Das ist aber falsch. In Japan liest jeder Mangas und zwar überall. Doch warum ist hier nichts los? Ganz einfach. Im Manga-Café ziehen sich die meisten Japaner mit ihrem Manga oder einem animierten Manga-Film, genannt Anime, in diese Einzelkabinen zurück. Der Besitzer des Cafés erklärt uns, warum. Japaner lesen Mangas gern im Liegen. Dafür gibt es die getrennten Räume, dass sie nicht gestört werden. In Japan gibt es fast nur solche getrennten Plätze. Heute arbeitet hier Manga-Zeichner Hiroaki Ando. Daiki nutzt die Chance. Kannst du vielleicht auch eine Zeichnung von mir machen? Ja, gerne.
Hiroaki hat das Manga-Zeichnen 7 Jahre lang in Tokio gelernt. Dort ist Manga-Zeichnen ein Beruf. In Deutschland kann er davon aber nicht leben, sondern arbeitet als Grafiker. In Japan haben Mangas einfach einen höheren Stellenwert. Es wird halt gelesen wie normale Zeitungsartikel. Und jeder, der irgendwie so zum Arbeit fährt, so morgens früh, liest sich so in der Bahn sozusagen Manga. Und Daiki hat jetzt sein eigenes. Ja, sehr, sehr geil. Ich meine, so hübsch werde ich auch gerne sein, ne? Vom Café nimmt uns Daiki mit in ein Restaurant. Hier zeigt er heute seinem deutschen Freund Kevin die echte japanische Küche. Auch für Daiki ist das Luxus. Er leistet sich das nur ein paar Mal im Jahr. Ganz traditionell essen die beiden in einem sogenannten Tatami-Raum. Ein kleines Separé, in dem man sich zum Essen auf den Boden setzt. Auf den Tisch kommen alle Gerichte gleichzeitig. Die Japaner essen Speisen nicht nacheinander wie wir. Typisch deutsch finde ich, dass das Essen von Deutschland immer so batzenmäßig rauskommt. Und in Japan wird dann halt immer Stück für Stück gegessen. Zum Beispiel Rinderzunge, bei uns nicht gerade alltäglich, in Japan allerdings schon. Ja, Rostbeef ähnlich, ne? Sehr japanisch Natto, fermentierte Bohnen, das heißt vergammelt, eine beliebte Beilage. Ja, so auf jeden Fall so ein bisschen Senf. Man hat wie so kleine Körner. Und die Fäden ist irgendwie so ein bisschen wie wenn du so überbacken mit Käse, weißt du? So ein bisschen dann so nachzieht. Eines darf nicht fehlen, Sushi. Dafür ist Japan bekannt, aber alltäglich ist die Fischreisrolle auch dort nicht. Wir essen das aber auch nicht jeden Tag, sondern halt mal eine Woche, einmal oder wenn eine Feier ist. Bei all dem typisch Japanischen in Düsseldorfs Little Tokyo, Daiki lebt lieber in Deutschland. Mit dem Besten aus beiden Welten. Du hast in Deutschland mehr Zeit, hast viel Freizeit für dich, kannst Hobbys machen. Ganz oft dass seine Freundin sehen. Das würde ich dann auf jeden Fall vermissen. Entscheiden muss sich Daiki ohnehin nicht. Denn Japan liegt eben nicht nur 9000 Kilometer entfernt, sondern mitten in Düsseldorf.